Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei timetodo.ch. Im neuen Jahr mit vereinten Kräften sind wir wieder da und freuen uns auch, dass es Ihnen gut geht. Erstmal ganz kurz noch vielen, vielen Dank für wieder die vielen Glückwünsche in das neue Jahr und für die vielen Mails, die ich bekommen habe, die Menschen, die sich alle freuen, dass ich wieder da bin. Wir wollten nicht lange warten. Sie haben zwischen den Feiertagen die Best-ofs gesehen. Da auch gab es wieder tolle Resonanz. Wir werden das vielleicht machen, dass wir in den nächsten Monaten einmal in der Woche noch einen Beitrag immer mit einem Gast wiederholen, weil da auch noch ein paar Anfragen da waren. Heute Montag, das weiß jeder, ist bei uns immer Körper, Geist und Seele. Es heißt, es geht immer um Dinge, die für unseren Körper gut sind und für unseren Geist und für unsere Seele. Wir wollen heute mit einem Thema beginnen, was vielleicht so als Vorsatz für das neue Jahr gar nicht schlecht wäre. Alle haben jetzt über die Feiertage die Weihnachtsgans verspeist und viele, viele Dinge gegessen. Und wir wissen alle, dass im Körper nichts funktioniert, wenn ein Stoff nicht ausreichend vorhanden ist. Bevor ich ins Thema einsteige, habe ich mir dazu einen Gast eingeladen. Wir machen auch in Zukunft etwas Neues. Das heißt, wir sitzen gemeinsam an meinem Schreibtisch und unterhalten uns über die Dinge. Hier haben wir im Rechner die entsprechenden Unterlagen und können Ihnen dann die gleich auf den Bildschirm bringen. Ich freue mich, dass er da ist. Hallo und herzlich willkommen, Matthias Ment. Es ist schön, jetzt kann ich dir aber die Hand geben, wenn wir uns so nah gegenüber sitzen. Ja, wir haben ja schon einiges miteinander gemacht und haben gedacht, das neue Jahr fangen wir gleich miteinander an in dem Bereich, dass wir den Menschen einfach sagen, meine Damen und Herren, trinken Sie, trinken Sie, trinken Sie. Aber es geht nicht so sehr um die Erwachsenen. Heute haben wir gesagt, kümmern wir uns mal etwas um die Kinder. Richtig, weil wenn es die Kinder nicht richtig lernen, machen es die Erwachsenen auch nicht. Das ist genau der Punkt, immer, dass die Kinder ein bisschen Vorbildfunktion auch haben. Genau. Was sollte man lieber machen, Seminare für Kinder oder Seminare für Erwachsene? Also ich habe beste Erfahrungen gemacht. Meine Tochter war mit 3 Jahren auf meinem ersten Wasserseminar und die rennt heute Tag aus Tag ein mit einer Wasserflasche rum. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber wie gesagt, ist leider nicht überall so. Ne? Wie ist es eigentlich im Kindergarten hier in der Schweiz? Hast du da Erfahrungen? Ja, also das beliebteste Getränk ist schon lange nicht mehr das Wasser. Das ist, glaube ich, nicht einmal mehr unter den ersten 15 Getränken. Wahnsinn, ne? Da gibt es viele, viele Süßgetränke, die viel lieber getrunken werden. Ja, die Leute werden auch gerade ja über unser Hauptmedium Fernsehen sehr verrückt gemacht. Klar, was verleiht Flügel? Ja, also Wasser würde ich jetzt sagen. Ne? Genau, ich hab vor kurzem der beste Energy-Drink, ohne Frage. Ja, genau. Ich habe vor kurzem einen tollen Spruch gelesen in einer Zeitung, da war ein Model und die müssen sich ja auch relativ fit halten und die hatte als Slogan gehabt, Wasser ist die Droge Gottes. Okay, das Bild kenne ich. Also hübsche Frau. Ja, ja, genau, tolles Bild von der Frau, genau. Und auch ein toller Slogan, ja. Und ich finde, den sollten wir uns viel, viel mehr als Grundlage nehmen, aber die Realität, wir schauen uns da mal etwas an. Die Realität sieht etwas anders aus, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich das einmal an. Da geht es um eine Studie. Dieser Bericht war im Original auf dem ersten Programm am 19.09.2010. Also es ist schon 1,25 Jahre her. Und jetzt schauen wir uns da mal an, was da drin steht. Ohne Wasser läuft nichts, zumindest nicht an der Holte-Grundschule in Dortmund. Dort gibt es den Wasserdienst. 2 Kinder ziehen mit Glaskrügen in der Aula und zapfen einen Trinkwasserspender, frisches Wasser. Und im Klassenraum hat jedes Kind einen Becher, auf dem sein Name steht. Alle dürfen trinken, wann sie Durst haben, auch mitten in der Stunde. Das ist an deutschen Schulen keineswegs die Regel. Ja, meine Damen und Herren, da fängt auch genau das Problem letztendlich an. Das ist nicht die Regel, es sollte aber eigentlich die Regel sein. Denn wie ist das denn morgens? Was ist denn besser zu trinken? Morgens, mittags oder abends? Also grundsätzlich ist es so, dass wir in der Nacht ungefähr 1 Liter, wenn es heiße Sommernächte sind, ist es auch mal ein bisschen mehr, an Flüssigkeit verlieren. Und wir wissen, dass 1 Liter Verlust Körperflüssigkeit bis zu 33% Verlust von geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit bedeutet. Das heißt, streng genommen wachen wir morgens eigentlich alle in einem
Slow-Modus auf. Also wir sind eigentlich gar nicht so richtig fit. Und je älter wir werden, umso mehr merken wir das auch, dass es morgens nicht so richtig startet. Und da wäre am vernünftigsten, um die ganzen Prozesse im Körper wieder in Schwung zu bringen, 2 Gläser frisches, klares Wasser zu trinken, am besten Quellwasser. Also das wäre jetzt als Start in den Morgen, nicht wie es die meisten machen, was ich so immer mal höre, eine Zigarette oder eine Tasse Kaffee. Also die schrecklichste Aussage, die ich die dazu kenne, ist, ohne meine 6 Espresso am Morgen komme ich nicht in die Gänge. Wow, das heißt, er treibt sich das Wasser noch aus dem Körper. Das ist ja nur ein Anreger, das heißt, das zieht eigentlich nicht das Wasser raus. Das ist wie ein Strohfeuer, wie ein kleines Strohfeuer. Da werden ein paar Hormone beschleunigt, da wird so ein quasi Schuss in die Luft gemacht und danach ist der Mensch eigentlich, ist übrigens jemand, von dem ich weiß, dass er jetzt Burnout hat. Also Menschen, die morgens und über den Tag regelmäßig Wasser trinken, kenne ich eigentlich nicht, dass die von Burnout reden. Nee, ich habe auch einen anstrengenden Tag, das wissen die Zuschauer. Bis ich abends zu Hause bin, ist es 10, 11 jeden Tag. Und morgens bin ich einer, der recht früh aufsteht. Aber es stresst mich nicht, weil ich eigentlich genau das mache, was du sagst. Ich trinke morgens als allererstes, wenn ich aufstehe, muss ich. Ich habe auch immer eine Flasche mit frischem Wasser, also nicht Mineralwasser. Ich trinke keine Kohlensäure. Säure kriege ich genug in den Körper, auch genau, so. Genau. Sondern klares Wasser und trinkt es auch morgens gleich. Und wie gesagt, wir haben uns ja über verschiedene Wassertypen und Strukturen von Wasser schon oft unterhalten. Kommen wir aber wieder zurück zu unseren Kindern. Was glaubst du, warum noch immer an Schulen das nicht so ist? Hier dieses Beispiel ist ja fast eine Ausnahmeregelung. Ja, ja. Warum sind die Lehrer und die Schuldirektoren noch immer so engstirnig? Ich meine, ich glaube nicht, meine Damen und Herren, dass es in der Schweiz eine Schule gibt, wo das Trinken erlaubt ist. Also mir ist keine bekannt. Wir werden in den nächsten Tagen eine Aktion lostreten, wo wir gemeinsam mit verschiedenen Partnern machen. Und dort wird es darum gehen, an Schulen zu gehen und sagen, Lehrer, erlaubt euren Kindern zum Beispiel gerade beim Sportunterricht das Trinken, erlaubt ihnen vormittags während der Stunde zu trinken, denn es gibt auch da eine irre Studie, habe ich gelesen. Das heißt, wenn man im Vergleich Kindern, die trinken und Kinder, die nicht trinken, über Langzeit verglichen hat, hat man, glaube ich, im Schnitt eine Note, einen besseren Durchschnitt erzielt, was ja wieder die alte japanische Studie bestätigen würde, intelligente Menschen trinken mehr. Ja, was ja auch bestätigt ist, dass basischeres Hirnwasser, schlauere Leute sind wie ich sage jetzt einmal Übersäuerte. Also das sind ja alles Dinge, die wir bereits wissen, die seit 50 Jahren bekannt sind. Aber wie man immer wieder feststellen muss, sind Kultusministerien nicht unbedingt die innovativsten. Und so haben wir immer noch Gesetze, die, glaube ich, auch heute noch Kindern einen Eintrag ins Klassenbuch geben, wenn die während dem Unterricht essen oder trinken. Es ist unglaublich. Mein Gutes mit dem Essen kann ich jetzt verstehen, weil wenn der Lehrer sie was fragt, wir haben ja auch alle gelernt, mit vollem Mund spricht man. Ja. Aber das Trinken, wir haben so viele wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gewonnen über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und irgendwann sollte das doch auch gerade bis an die Schule durchgedrungen sein. Aber ich glaube, das ist so diese alten, wenn alte Regeln irgendwann mal stehen, bis die weggeräumt sind, das kann Jahre dauern. Aber wir schauen uns nochmal an, was die Ärztin da hat die Frau Dr. Mathilde Kersting vom Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund. Sie beobachtet seit Jahren die Ernährung von deutschen Kindern in einer großen Langzeitstudie, der Donald-Studie. In den letzten Jahren musste sie feststellen, dass Kinder in Deutschland zu wenig trinken. In Urinproben stellte ihr Team fest, dass der Urin der Kinder konzentrierter war, als es wünschenswert ist. Es fehlt an Flüssigkeit. Und da sieht man, dass auch in Haushalten nicht immer Wasser so zum allgemeinen Gut gehört. Das heißt, wie es da auch schon steht, auch gehen nicht wenige deutsche Kinder ohne Frühstück aus dem Haus, sodass sie morgens schon in einem Flüssigkeitsdefizit in den Tag starten. Das ist dann auch ein typisches Pausenszenario, meine Damen und Herren, was Sie unten sehen. Kinder tollen rum, reden, springen, aber wollen natürlich nicht trinken. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema, was hier angesprochen ist. Sie lesen hier, dabei ist genügend Flüssigkeit gerade beim Lernen und Konzentrieren wichtig, denn das Gehirn braucht Wasser als Leit- und Nährmedium. Das ist seit langem bekannt, ebenso wie die Tatsache, dass reines Wasser den Durst am besten löscht. Und
Anscheinend wird das gelehrt, dass Wasser und alles immer alles toll macht, aber es scheint nicht so zu sein, dass es umgesetzt wird. Warum denkst du, haben es die Behörden so schwer und die Lehrer? Glaubst du, dass das einfach Gewohnheitsmasche ist oder überhaupt nicht so bewusst ist, was da passiert im Körper oder woran muss das liegen? Also grundsätzlich, wenn man sich anschaut, wie sich Lehrer ernähren, sind ja die schon eigentlich ein relativ schlechtes Vorbild, weil theoretisch müsste der Lehrer, der die ganze Stunde einen Unterricht hält und spricht, so wie wir hier sind, eigentlich auch seine Flasche Wasser und sein Glas da haben. Weil das gehört eigentlich ganz normal dazu. Weil wenn ich spreche, ich kenne das vom Sport und ich kann das absolut gleichsetzen. Wenn ich eine Stunde, zwei Stunden, einen ganzen Tag Vortrag halte, habe ich auch einen Flüssigkeitsverlust, wo ich locker 2-3 Liter trinken muss. So, weil sonst ist meine Stimme abends einfach irgendwo durch. Und wenn aber das eigentlich gar nicht mehr zum öffentlichen Leben gehört, wenn das eigentlich irgendwie nur im Geheimen gemacht wird, wie sollen es die Kinder da, wenn ihre Vorbilder nicht mehr Wasser trinken, wie sollen es die Kinder da lernen? Das ist ein Punkt und dann geht es ja auch weiter. Du hältst ja auch viel Vorträge in Betrieben, auch wo, wie gesagt, junge Menschen, die in der Lehre sind und so, ausbilden. Wie waren da deine Erfahrungen, wenn du da reinkommst? Also ich meine, meistens ist ja da das Erstgespräch mit dem Chef, mit dem Unternehmer oder dem Meister. Und da kommt man morgens in eine Werkstatt um 10 Uhr und da liegen im Mülleimer schon 10 Dosen Energy Drinks. Ja. Und man sieht überall Kaffeemaschinen, ja. Aber man sieht, wenn man Wasser sieht, eigentlich nur 1,5 Liter PET-Flaschen mit Kohlensäure. Ja. Und von denen weiß man aber eigentlich nie so genau, wann da das letzte Mal draus getrunken wurde, weil die stehen in Büros oder in Werkstätten einfach verteilt irgendwo rum. Und wahrscheinlich traut sich auch keiner mehr, eine von denen zu nehmen, weil er nicht weiß, wie lange sie schon offen ist. Und das ist eigentlich eine riesige Vermüllung. Und da haben wir ja auch das Keimproblem. Ne? Ja. Man trinkt mit dem Mund an der Flasche und dann hat man hier oben ein Gewinde und das liebt ja jedes Bakterium dann in dem Gewinde, ja, sich also da anzusetzen. Grundsätzlich wird das mit Keime und Bakterien ja auch schon extrem verteufelt. Also man muss immer mal die Kirche im Dorf lassen. Ohne Bakterien funktionieren wir überhaupt nicht. Also Bakterien grundsätzlich sind nichts Schlechtes. Und es geht uns auch nicht besser, wenn es keine Keime und keine Bakterien mehr gibt. Im Gegenteil, wenn es im Darm keine Bakterien geben würde. Genau, ist vorbei. Genau. Aber das Problem an der Geschichte ist, es gibt natürlich auch Erkältungsbakterien oder was weiß ich. Irgendwelche Darm-Kolibakterien. Ja, ja. Und die verteilen sich dann innerhalb von einer ganzen Bürogemeinschaft. Das wäre natürlich nicht so lecker. Und insofern wären wir natürlich schon sehr klein darauf hingewiesen, trinke nicht aus einem Glas, was du nicht vorher weißt, dass es gespült ist und so. Ja, und vielleicht deswegen werden die Dosen mit den kleinen Mengen wahrscheinlich so beliebt sein, weil da weiß ich, habe ich leer getrunken, fertig, genau. Und ist erledigt. Ich meine, so eine Dose steht nicht rum und wird nicht fertig. Das wäre doch gerade ein guter Ansatz, wie wir das auch vorhaben, dass jedes Kind seine Trinkflasche hat, wo es nur mit seinem Mund hinkommt, möglichst eine hygienische Verschlusseinheit drauf, die auch gut reinigbar ist und da einfach ein halber Liter Wasser. Gibt's ja alles. Und ich meine, es gibt auch genügend Eltern, also die das verstanden haben und das sieht man, die Kinder in den Kindergarten gehen und die haben so eine Flasche und die ist mit Wasser gefüllt und ich kenne jede Menge Kinder, die frisches, gutes Wasser lieber trinken heute wie irgendwelche anderen Getränke, deren Namen ich jetzt gar nicht erwähnen möchte, aber die auf der Beliebtheitsskala allgemein ganz oben stehen. Und auf einen Punkt möchte ich nochmal eingehen. Die Zuschauer haben ja immer wieder die Frage gestellt, ja, was für Wasser sollen wir denn trinken? Und bei was für Wasser ist es natürlich so, wenn Sie heute in den Supermarkt gehen und sich dort umschauen, da sind natürlich diese berühmten 1,5 Liter PET-Flaschen in allen Variationen. Ich habe vor kurzem gesehen, da gab es ein Sixpack für 1,95 Franken. Da sind 9 Liter Wasser drin. Das ist natürlich für mich manchmal erschreckend, weil ich sage, wie soll das funktionieren? Das muss ja irgendwo, muss die Flasche hergestellt werden, abgefüllt werden, bedruckt werden, transportiert werden. Ich rechne dann immer und sage, da kann irgendwas gar nicht stimmen. Tut es auch meistens nicht, aber die Frage ist, 9 Liter heißt ja gleichzeitig 9 Kilogramm oder etwas mehr in dem Fall, da wir hingehen müssen und müssen das ja auch noch mit der Flasche die Treppe hochtragen. Matthias, welches Wasser sollen wir denn jetzt nun trinken? Wie ist es? Flaschenwasser, also Leitungswasser? Zunächst einmal zu deinem Preis. Das funktioniert ganz hervorragend.
in der Schweiz fülle ich dir 1000 Liter Wasser für 3,20 Franken ab. Und du hast jetzt gerade von einem Preis geredet von 9 Liter für 1,90 Franken. Mhm. Also jetzt kannst du ausrechnen, wenn du für 3,20 1000 Liter abfüllen kannst, wie viel Mal du da 9 Liter abfüllen kannst und auf was für eine Gewinnspanne du immer noch kommst. Ich wollte gerade sagen, das lohnt. Also das teuerste, ein. Das teuerste an der ganzen Geschichte ist leider die PET-Flasche und das Marketing um die ganze Sache drumherum. Der Inhalt ist nebensächlich. Und in zig Untersuchungen, jetzt gerade wieder ganz aktuelle letzten Herbst in der Zeitschrift Saldo, zeigt ja auch, dass über 80% aller Flaschenwässer qualitativ schlechter sind als das Leitungswasser per se. Da wollte ich hin. Wobei jetzt man immer ganz vorsichtig sein muss mit solchen Aussagen. Die Tatsache, dass schwarz dunkler ist wie grau, heißt noch lange nicht, dass grau weiß ist. Also die Problematik in der Vergleichsdarstellung ist einfach immer nur, ich mache was besser, aber ich sage nicht, wie gut ist das andere. Und dann bleibt einfach im Hinterkopf, es ist besser. Und der Schweizer glaubt, Gott sei Dank, ich bin ja auch in anderen Ländern unterwegs, dass sein Leitungswasser noch sehr gut ist. Und im Vergleich dazu hat er recht. Wenn ich nach Amerika gehe oder ich gehe nach Spanien oder ich gehe nach Frankreich, da habe ich Gegenden, da kann ich das Leitungswasser eigentlich mit meiner Gewohnheit überhaupt nicht trinken. Nee, ich kenne das auch. Das schmeckt dann schon nach Chlor, wenn es ins Wasser. Ich merke es beim Zähneputzen manchmal, wenn man im Ausland ist, in Hotels, dass es übelst schmeckt. Das ist ein richtiger Belag auf der Zunge teilweise, wenn du das Wasser trinkst. Bedeutet also, für die Schweizer können wir zumindest sagen, sie können bequem das Wasser aus dem Hahn verwenden. Wir werden in folgenden Sendungen noch auf ganz andere Dinge kommen, auf Dinge, wie ich mein Leitungswasser aufbereiten kann. Das ist ja auch wieder immer was, wie ich gefragt werde, ja, muss ich es nochmal filtern, was ist mit Rückständen? Und auch da lernen wir ja dazu. Die Wissenschaft bleibt nicht stehen, das heißt von Tag zu Tag, von Monat zu Monat werden schlaue Leute schlaue Dinge entdecken. Und Wasser ist ja auch so ein Bereich, wo man sagen muss, da gibt es viel daran zu entdecken. Und wir sind erst am Anfang, auch wenn wir glauben, im 21. Jahrhundert wissen wir alles. Und Wasser ist Nebensache. Ich würde fast sagen, es ist genau umgekehrt. Wir wissen noch viel zu wenig über Wasser. Und das Wasser ist nicht nebensächlich, sondern es ist, wie gesagt, die Basis unserer Gesundheit und die Basis unseres Lebens. Und warum bin ich immer so wild darauf, auf das Thema Kinder zu gehen? Weil ich sage, wenn wir jetzt bei uns schon so viel falsch gemacht haben, und das sehen wir ja oftmals an den Statistiken der sogenannten Zivilisationskrankheiten, wo unser alter Freund Dr. Batman Gelisch sagt, sie sind nicht krank, sie sind durstig. Durstig, genau. Also diese Dinge kommen da zurück, aber wir sollten die gleichen Fehler nicht bei den Kindern machen. Jetzt haben diese ganzen Studien ja neben dem Thema der Konzentration und Abbau der Leistungsfähigkeit noch einen ganz anderen Punkt beleuchtet, den wir hier in dieser Grafik sehen. Wenn wir das noch einmal einblenden können, da geht es nämlich nicht unbedingt um die Leistungsfähigkeit, nein, es geht um die Körperfülle. Das heißt, heute sind viele Kinder übergewichtig. Ich glaube, in der Schweiz habe ich gelesen, mittlerweile über 50%, nicht der Kinder, ich glaube, im Schnitt der Erwachsenen, sind übergewichtig. Und jetzt sehen wir mal hier bei dieser Drink-Fit-Studie übergewichtige Kinder in Prozent. Die obere Linie, das ist die Gruppe, die nicht getrunken hat, und die untere Linie ist die Gruppe, die getrunken hat. Und von 23,5 bis 27,8, das sind über 4%, die da der Unterschied sind. Und das war natürlich nur eine Studie. Und da steht es auch nochmal, Ergebnis der Drink-Fit-Studie, weniger dicke Kinder durch Leitungswasser. Und dabei hat das Wassertrinken noch weitere Vorteile. Da haben Sie gesehen, dass an den Schulen, in denen aktiv Wasser getrunken wird, es weniger übergewichtige Kinder gibt. Und es steht auch hier drin, dass diese Installation in der Schule ein zentrales Gerät zum dann Wasser abzapfen, dieser Wasserspender, schlug hier mit Installation mit 3000 Euro zu Buche. Also das sind auch keine Preise, da wird viel mehr kaputt gemacht mit anderen Dingen. Also da kann man dann sagen, es lohnt. Jetzt hast du ja in diesen Bereichen auch noch andere Erfahrungen. Naja klar, weil wenn wir über Wasser sprechen hier in der Schweiz unglaublich viele Leute vom sogenannten Mineral. Und da gibt es ja das Mineral mit und das Mineral ohne.
Ja, das, was bei uns im Baden-Württembergischen der Sprudel ist, das ist hier das Mineral. Und wenn ich ein Mineral bestelle, ist das eigentlich zu 90% mit Kohlensäure. Das ist extrem stark. Und jetzt gibt es jede Menge Studien, die belegen, dass Menschen, die regelmäßig Wasser mit Kohlensäure trinken, eben was den Body Mass Index angeht, permanent zunehmen. Weil die sich mit der Kohlensäure schön den Magen aufdehnen. Und wenn sie dann nicht sofort wieder die Kohlensäure ablassen können durch heftiges Aufstoßen, dann entsteht eigentlich ein Magen, der immer größer wird und der immer mehr gefüllt werden möchte. Und so kann ich eigentlich auch genau das Gegenteil erreichen mit Wasser trinken. Und so widersprechen sich teilweise die Studien, die Journalisten schreiben was ab. Die einen reden von Wasser, die anderen reden von Mineralwasser. Und draußen ist eigentlich kaum verständlich, wie die sich alle so unterscheiden. Und das Schlimme ist immer, wenn in den Medien was so widersprüchlich diskutiert wird, ohne dass man wirklich weiß, warum die Ergebnisse so entstanden sind, legt man es auf die Seite und sagt, die wissen doch selber nicht, was sie wollen. Und ich lebe halt so weiter, wie ich immer gelebt habe. Vielleicht müssen wir den Zuschauern auch noch eine Sache zur Kenntnis bringen. Das wird auch wahrscheinlich irgendwann durch die Mainstream-Medien gehen, dass jetzt endlich wurde dann festgestellt, dass Wasser doch nicht gesund ist. Ich glaube, diesen Unsinn, meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie das mitbekommen. Im November des letzten Jahres wurde plötzlich eine Studie in der EU veröffentlicht, wo 23 Wissenschaftler 3 Jahre daran gearbeitet haben sollen. Der Hintergrund ist ein ganz anderer, sage ich Ihnen gleich. Das Ergebnis der Studie war, Wasser sei nicht gesund zum Trinken, also gesund in Anführungszeichen. Und jetzt bedenken wir einfach, dass mittlerweile jedes Schulkind weiß, dass unser Körper zu 70-80%, je nach Alter, aus Wasser besteht. Unser Gehirn gar weit über 90 und in die Augen auch in einem hohen Prozentsatz. Also wenn Sie kein reines Wasser zuführen, dann frage ich mich, wie diese ganzen Dinge gehen. Diese ganzen Ärzte und Professoren, die jetzt jahrelang sich damit beschäftigt haben und nachgewiesen haben, dass viele Krankheiten durch Nichtwassertrinken entstehen. Und wenn ich mir die Studie dann angeschaut habe, was ich natürlich getan habe, raten Sie mal, was das Ergebnis war. Man will den Wasserherstellern, den Mineralwasserfirmen, den Slogan verbieten, Wasser sei gesund. Und deswegen hat man 23 Wissenschaftler, ich möchte nicht wissen, wie viel Geld diese Studie gekostet hat, aufgeboten dann, letztendlich eine an den Haaren herbeigezogene Studie zu finden, die da sagt, Wasser wäre nicht gesund. Lassen Sie sich natürlich auch, und das ist wieder das, wo ich sage, ich stelle das mittlerweile alles in Frage. Schon wenn ich das Wort Wissenschaftler höre, stellen sich mir erstmal die Nackenhaare auf, weil da gibt es mittlerweile genauso viel Unsinnsredner und Unsinnserzähler, die einfach von einem Lobbyisten finanziert und bezahlt werden, einfach aus dem Grund heraus, dass man auf anderer Seite etwas machen darf. Wir wissen, das Wort gesund hat heute die Pharmazie gepachtet und nur die darf gesund machen und alles andere scheint ungesund zu sein. Ich sage Ihnen immer, für mich hat die Natur das Wort gesund gepachtet und sonst gar niemand. Aber in unserer modernen Konsumwelt sieht das oft etwas anders aus. Das wollte ich nur noch mal einwerfen. Vielleicht gehen wir noch mal auf dieses Thema. Es wird ja in vielen, vielen Ländern schon untersucht, dieses Thema Kinder und Wasser. Wo denkst du, warum wurde es denn noch nicht besser umgesetzt? Wo sind denn die Hürden? Also ich meine, wir sind ja hier in einer Sendung, wo man solche Dinge sehr offen ansprechen darf. Ich glaube, viele würden sich scheuen, sowas zu sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es in der Gesamtkonstitution eigentlich fatal ist für viele, viele Prozesse, die wir heute in der Wirtschaft haben, wenn die Menschen von Anfang an gutes Wasser trinken würden. Weil da würden unglaublich viele Dinge im fortlaufenden Alter einfach ausbleiben. Und mit diesen einsetzenden Allergien, einsetzenden Unverträglichkeiten auf irgendwelche Nahrungsmittel, einsetzende Hautprobleme, ausfallende Haare, Fettleibigkeit. Was sind da für Industrien daraus entstanden? Jetzt stelle man sich einfach mal vor, alle Kinder würden von klein auf Quellwasser zur Verfügung gestellt bekommen. Gutes Wasser und würden jeden Tag reichlich davon trinken. Ich meine, wir wissen doch beide, dass da viele dieser Dinge überhaupt nicht entstehen würden. Und dann wissen wir, dass es ein paar Firmen gibt, deren Umsätze aber mal im Milliardenbereich zusammenbrechen würden. Und jetzt ist die Frage, wer sitzt am längeren Hebel? Ich meine, wenn so ein Unsinn, dass man nicht mehr sagen darf, Wasser trinken ist gesund, wenn das
im EU-Raum der Mineralwasserindustrie verboten wird, ja, da muss man sich doch mit normalem Menschenverstand an den Kopf langen und überhaupt kann man die noch ernst nehmen. Also ich meine, die kriegen Milliarden von Fördergeldern, um so einen Blödsinn zu verbreiten. Das ist für mich die große Gefahr. Die große Gefahr, die da dahinter steht, ist ja, als man dieses Beispiel mit dem Wasser war jetzt grotesk. Ich habe sogar Kommentare von Politikern gelesen, die dann gesagt haben, das können wir ja gar nicht glauben. Also in England, dieser Premierminister, hat gesagt, der größte Unsinn, den er je gelesen hat, was denn das für Wissenschaftler gewesen wäre. Ja, die Politiker kriegen dann mittlerweile sogar ein Problem mit Lobbyismus, weil da muss ja quasi dann schon die eigene Familie an ihnen zweifeln, wenn sie zu sowas Ja und Amen sagen. Das geht ja eigentlich überhaupt nicht. Aber ich finde es noch viel schlimmer. Jetzt ist ein Buch rausgekommen von einem Chemiker, ist gerade in Deutschland präsentiert worden, der jetzt ganz klar widerlegt, dass Wasser was anderes ist als H2O. Also ich meine, wenn Chemiker das Leben erklären müssten, gäbe es sowieso ein Problem, weil die für viele Dinge überhaupt keine Antworten haben, was das Leben ausmacht. Aber so ein Buch wird veröffentlicht, aber ich meine, in Deutschland hat im Spiegel-Ranking Frau Katzenmeier drei Wochen lang Platz 1 belegt mit einem Buch, was sie nicht mal selber geschrieben hat. Man merkt, dass für alles Papier da ist, was irgendwie gedruckt werden kann. Und mit dem Thema Wasser, mich freut es. Ich bin seit 20 Jahren mit dem Thema unterwegs und ich sage immer, Hauptsache es wird richtig geschrieben und es wird oft drüber geschrieben und es entsteht Diskussion, weil dann fangen sich die Leute an mit zu beschäftigen. Es gibt die Möglichkeit, im Fernsehen drüber zu sprechen. Vor 20 Jahren haben die Leute mich ausgelacht und haben gesagt, du mit deinem blöden Wasser, wenn es mir mal so schlecht geht, dass ich nur noch Wasser trinken kann, dann melde ich mich bei dir. Das ist es genau, meine Damen und Herren, das ist auch genau der Punkt, warum wir einen großen Raum in unserer Sendung hier diesem Thema widmen, denn es können gar nicht genügend Leute angesprochen werden auf das Thema Wasser und wie gesagt, den größten Gefallen, den sie ihren Kindern tun können, ist sie von Anfang an zu sensibilisieren zum Thema Wasser. Denn sie werden natürlich im Umfeld draußen, in Schulen, in Freundeskreisen, in dann den ersten Nachmittagsdiskotheken, wo sie hingehen, mit vielen, vielen anderen Getränken und natürlich Tag für Tag mit der Werbung konfrontiert. Aber Werbung war gerade das Stichwort. Auch wir gehen kurz in die Werbung. Gleich nach der Werbung sind wir wieder da mit weiteren interessanten Details zum Thema Wasser. Dankeschön. Das mit der Stützfunktion ist. Wir sind wieder da mit dem Thema Wasser, heute am ersten Montag im neuen Jahr bei mir im Studio der Wasserexperte Matthias Ment, mit dem wir schon viele Dinge zum Thema Wasser erörtert haben. Heute wollten wir damit anfangen, Ihnen zu vermitteln, wie wichtig es ist, dass Ihre Kinder genügend Wasser trinken, wie wichtig es ist, und das wird auch der Start des Projektes sein, was wir in den nächsten Wochen weiterverfolgen, Wasser an Schulen, das heißt, dass Kinder in Schulen trinken dürfen. Dort werden wir uns einmal mit Lehrern und mit Schulkindern unterhalten, warum das noch nicht publik ist, warum das an der Schule eigentlich noch nicht so ist, wie es sein soll. Aber Wasser ist nicht gleich Wasser, so viel haben wir auch schon gehört. Und wie gesagt, das Wasser in der Bottle, was Sie im Supermarkt kaufen können, ob PET-Flasche, Glasflasche. Ich habe ja auch schon gehört, dass es Wasser gibt, wo der halbe Liter 8 Euro kostet, was vom Gletscher sein soll, vom ganz berühmten am Nordpol irgendwo. Ist es jetzt besser mit meinem Wasser aus der Leitung? Naja, ich meine, grundsätzlich sind wir, wenn wir über solche Dinge sprechen, natürlich immer bei dem Thema Luxus und Wert. Marketingtechnisch ist es natürlich wahnsinnig interessant, an so exotischen Orten Wasser abzufüllen, in wunderschön designte Flaschen einzupacken, durch die halbe Welt zu schicken, ja, und dementsprechend hohe Preise dafür zu verlangen. Das bringt das Wasser zumindest einmal wieder in diese Sphäre, dass es was sehr Wertvolles ist. Ob ich das dann wirklich brauche, ist eine ganz andere Geschichte, weil ob ich jetzt mit Gletscherwasser vom Nordpol hier in der Schweiz so viel besser versorgt bin, wie mit dem Wasser, was mir hier die einheimischen Gletscher zur Verfügung stellen. Also, ist die große Frage, ne? Das ist wahrscheinlich auch spürbar. Und vor allem, was wir eben bei all diesen Dingen immer berücksichtigen müssen, ist der Fingerabdruck, den wir am CO2-Ausstoß etc. hinterlassen. Der macht ja unsere Gesamtweltwasservorräte weiterhin kaputt. Also gerade die PET-Flaschen, die heute in riesigen Teppichen auf den Weltmeeren rumschwimmen, sind ja nicht unbedingt gerade hilfreich, besonders wenn es darum geht,
dass wir eigentlich einen Großteil unseres Sauerstoffs über die Meere bekommen und diese Teppiche eigentlich verhindern, dass wir in der Atmosphäre genügend Sauerstoff haben. Also insofern ist jede Flasche, die weniger transportiert wird, eigentlich für unser Wohlbefinden viel besser. Und dann ist es ja noch was mit dem Wasser, was viele Menschen nicht wissen oder gar nicht zur Kenntnis nehmen. Wenn ich jetzt irgendein Wasser nehme, ich sage jetzt mal irgendein Wasser bewusst, und trinke das, ist das jetzt genauso gut wie eigentlich ein sauberes, ordentliches Quellwasser? Und wo ist denn der Unterschied in meinem Körper? Ich meine, das Wasser hat ja im Körper Aufgaben. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach trinke, das getrunken ist. Das tut ja was und das muss ja auch was erreichen im Körper. Ja, es gibt ganz viele Aufgaben vom Wasser. Also man sagt, 99,9% aller Prozesse, die im Stoffwechsel passieren, haben Wasser irgendwo beteiligt. Eines der Dinge, die man heute weiß und die auch noch nicht groß populär gemacht worden sind, Wasser ist Strukturgeber. Das heißt, alle Makromoleküle, alle Eiweißketten, also ganz speziell jetzt zum Beispiel auch in den Muskelfasern, die Stützfunktion der Fasern hat was mit Wasser zu tun. Und wie kann es sein, dass junge, in Anführungszeichen, man denkt gesunde Athleten, plötzlich Ermüdungsbrüche, Muskelfaserrisse noch und nöcher bekommen? Ja? Wenn man sich anschaut, wie die leben, wie die sich ernähren, was die trinken, ja, wenn die das Wasser tatsächlich trinken, für was sie manchmal Werbung machen, wundert mich das überhaupt nicht, dass die Ermüdungsbrüche bekommen, weil dieses Wasser eigentlich gar keine Struktur mehr hat. Was ist denn das Wichtige am Wasser? Dass es eine hohe Lösungsfähigkeit hat und eine hohe Fließgeschwindigkeit. Weil es geht darum, dass wenn ich Wasser trinke, dass das in die Zelle kommt. Und zwar in jede Zelle, weil es dort den Stoffwechsel sozusagen reinigt. Also ich meine, wenn meine Zelle irgendwas produziert, erzeugt sie Schlackenstoffe und diese Schlackenstoffe müssen aus der Zelle raus. Und dieser berühmte Alexis Carrel, der 1912 einen Nobelpreis bekommen hat in Medizin, dessen Aussage ich erstaunlicherweise heute fast überhaupt nirgends finde. Der hat gesagt, wir degenerieren nicht am Alter, sondern wir degenerieren die Flüssigkeit zwischen den Zellen. Ansonsten wäre die Zelle an sich unbegrenzt überlebensfähig. Also das heißt, das haben wir hier auf einer Grafik, die du uns mitgebracht hast, haben wir das einmal dargestellt, um was es da geht. Da ist noch ein Wort drin, wenn wir das einmal einblenden können. Und zwar heißt das osmotischer Druck. Vielleicht erklärst du das einmal kurz, was das denn bedeutet. Also wir haben 75% unseres Körperwassers, was ungefähr 70% von unserem Gesamtgewicht ausmacht, wenn wir einigermaßen gesund versorgt sind. 75% von diesen 70% sind innerhalb der Zelle. Die Zellen haben wir jetzt oben rechts in dem Bild alle schön prall nebeneinander liegen. Die sind bestens versorgt. 25% unseres Körperwassers schwimmt sozusagen zwischen den Zellen. Und das Wasser versorgt die Zelle und entsorgt die Zelle. Und dieser Prozess, der durch kleine Löcher in der Membran, in dieser Hülle, die um die Zelle rum da ist, der da rein und raus geht, der hängt im Wesentlichen davon ab, wo ist die größere, Verunreinigung oder wo sind mehr Stoffe drin gelöst. Und dann ist die Zelle insofern intelligent, sie lässt das Wasser sozusagen immer in die Richtung, wo die größere Menge gelöster Stoffe drin ist. Also wenn mein Zellwasser die größere Lösung hat und mein Körperwasser die geringere, dann geht das Wasser aus der Zelle raus. Das ist dann das, was wir unten sehen. Das heißt, die Zellen werden dehydriert und das sorgt dann zum Beispiel bei Haut dafür, dass wir Falten bekommen. Das ist also quasi dieses, das heißt also nicht rein. Wenn um die Zelle dann mehr, wie gesagt, Teile sind, ist das Wasser nicht rein. Das alte Thema wieder, wenn nicht genügend Wasser da ist, kann das Wasser auch nicht rein sein, weil ja kein Austausch erfolgt und kein Abfluss. Ich leite ja nur aus. Aber dass der Körper überlebt, und das ist eben das Spezielle an unserem System, der Körper ist quasi so aufgebaut, dass es von außen nach innen
die überlebensfähigen oder die überlebensnotwendigen Organe schützt. Und wir wissen das von Menschen, die, wenn sie alt werden, sozusagen auch von außen nach innen ihre Gefühle verlieren. Weil Gefühle, also sprich Tastsinn, hat sehr viel mit Nerven zu tun. Und Nerven haben sehr viel mit Wasser zu tun, weil das sind ja im Prinzip Ströme, die fließen. Und die können ja nur übers Wasser fließen. Wir sind ja 70% Wasser und 30% Mineralien, wenn man mal das so im Prinzip, genau, aufteilt. Ja. Wir beschäftigen uns aber die ganze Zeit, und ich finde das auch immer interessant in den Ausbildungen mit den Ernährungsberatern, wir kennen jedes Vitamin, wir kennen jedes Mineral. Wir fangen jetzt an mit Spurenelementen, Flavoniden, wir fangen mit all diesen Sachen an, die aber in Anführungszeichen nur 30% von unserem Körper ausmachen. Weil Wasser ist was ganz Gewöhnliches, kennen wir alle, müssen wir uns nicht weiter mit beschäftigen. Aber so wie wir mit dem Wasser umgegangen sind in den letzten 100 Jahren in der Industrialisierung, stehen wir jetzt vor dem Problem, dass dieses Wasser, was uns gut tut, es eigentlich gar nirgends mehr gibt. Also selbst die Quellen sind ja heute verunreinigt von Pestiziden. Und wenn wir jetzt anschauen, Biokraftstoffe, überall wo Raps und Mais in großen Mengen jetzt Monokulturen angebaut werden, entstehen Böden, die extrem viel Nitrat drin haben. Das heißt, unser Grundwasser wird noch weiter geschädigt. Und die Wasserwerke können das mit ihren Filtermethoden nicht mehr bewerkstelligen. Das heißt, diese 100% Menge Wasser, die in unser Haus kommt, wovon 5% Trinkwasser sind und der Rest für alle möglichen anderen Dinge verwendet wird, macht es auch keinen großen Sinn, diese 100% in Trinkwasserqualität herzustellen. Das wird ja eines unserer nächsten Themen, einer unserer nächsten Sendungen noch einmal sein, dass wir den Zuschauern letztendlich mitteilen, welche Möglichkeiten haben Sie denn heute, ein Quellwasser aus Ihrem Wasserhahn zu kriegen, sage ich einmal. Denn, wie er sagt, das Wasser, was ankommt, das hält sich an Grenzwerte. Grenzwerte werden vom Staat festgelegt, wo der Staat sagt, okay, im Wasser dürfen so und so viel Milligramm oder Nanogramm oder was auch immer von dem und jenem Stoff drin sein. Das erachten wir noch als verträglich für den Körper. Aber das heißt nicht, dass es gesund ist. Das heißt auch nicht, dass es ursprünglich so sein sollte. Es ist nun mal so und wir müssen uns ja heute immer mit Dingen abfinden, die wir zwar selbst verursacht haben, aber da geht es nicht nach dem Verursacherprinzip, weil da gilt auch too big to fall. Und wenn heute die Konzerne, die viele dieser Dinge verursacht haben, dafür gerade stehen müssten, gäbe es sie nicht mehr. Aber das soll ja nicht bedeuten, dass Sie als Endverbraucher darunter zu leiden haben. Nein, es gibt Möglichkeiten, sein Wasser wieder so aufzubereiten, dass es gesund ist. Diese Möglichkeiten nutzen wir beide, die nutzen schon viele hundert Menschen, die sich über den Matthias Ment und sein Unternehmen, was Sie immer wieder eingeblendet sehen, Firmament, dort informieren und dort sich die entsprechenden Unterlagen besorgen, die entsprechenden Gerätschaften auch. Aber wie gesagt, da widmen wir nochmal eine weitere Sendung dazu. Wir wollen heute in dieser ersten Sendung, und das Jahr fängt gut an, meine Damen und Herren, wenn Sie gesund bleiben. Und gesund bleiben Sie, wenn die 70% erstmal eingehalten sind. Und das ist natürlich gesundes Wasser. Das bedeutet also, wir wollen Ihnen vielleicht noch ein paar Tipps geben, wie Sie sich im Grunde gesund halten können. Und würde ich, glaube ich, auch so sagen, Wasser ist mindestens 50% der Gesundheit. Ne? Ja gut, oder ich meine, es sollte vielleicht. Mengenmäßig geht man davon aus, dass pro Kilo Körpergewicht ungefähr 30 Milliliter Wasser pro Tag getrunken werden sollten. Das sind bei einem 80 Kilo Mensch 2,4 Liter Wasser. Und Hand aufs Herz, wer, außer vielleicht uns zwei, wen kennen wir in unserem Umfeld, der so diszipliniert 2,4 Liter Wasser pro Tag trinkt? Wobei ich ehrlich bin, ich schaffe es auch nicht immer. Ich bin manchmal in Situationen, wo ich mich danach ärgere. Ich merke es dann mundtrocken und denke wieder, oh, vor lauter Hektik hast du jetzt deine Wasserflasche stehen lassen oder sie im Auto vergessen und so. Dann muss ich nochmal runterlaufen. Aber dann sind 2 Stunden vergangen, weil wir wissen ja, wie das ist mit diesem Durstgefühl, mit dieser Entwicklung. Und es ist einfach so, wenn wir, je bewusster wir leben, und im Jahr 2012, glaube ich, steht das ganz oben an, dieses Thema Bewusstsein und Bewusstleben. Das ist auch der Slogan meines Unternehmens, Bewusstsein. Ja, genau, Bewusstsein. Und je mehr wir das wieder tun und bewusst im Hier und Jetzt sind und bewusst unsere Dinge machen und uns dann stressen lassen, desto mehr merke ich auch, wie ich das umsetzen kann, wie auch in der Ruhe liegt die Kraft irgendwo drin.
Und wie gesagt, da geht es uns ganz arg drum. Noch ein paar Tipps für Sie, meine Damen und Herren. Denn, wie gesagt, die 5 wichtigsten Empfehlungen, und hier geht es auch um das Thema Büro, die sehen Sie hier eingeblendet. Jetzt schaue ich noch mal, ob ich da vielleicht auf den Vollbildmodus gehen kann, aber das will mir gerade heute nicht gelingen. Nein, das war es nicht. Das war es nicht. Wir müssen da noch einmal das hoch vergrößern, dass Sie es besser sehen können. Und dann lesen wir es Ihnen vielleicht vor. Ich glaube, das ist die bessere Wahl. Genau. So. Und zwar geht es um die 5 Tipps, die gerade, wo habe ich sie jetzt? Habe ich sie selbst versteckt? Im Büro. Eins hoch noch, eine Seite hoch. Eine Seite noch hoch. Da hier sind okay. Wir. Dass wir einfach uns das einmal anschauen. Darum geht es. Achten Sie darauf, dass Sie immer genügend Wasser an Ihrem Arbeitsplatz haben. Neigt sich dieses dem Ende zu, besorgen Sie frisches Wasser. Am besten motivieren Sie sich innerhalb Ihrer Kollegen auch mit Ihren Kollegen gemeinsam zum Wasser trinken. Gilt natürlich genauso für Schüler. Ja, genau, für Schüler das Gleiche. Das Zweite, vielleicht du. Setzen Sie auf Wasser. Cola, Limonaden und Energydrinks haben meistens extrem hohe Kalorienwerte und reichen sich im nächsten Sommerurlaub, wenn Ihre Strandfigur dann nicht mehr so sexy ausschaut. Und 1 bis 2 Liter Wasser ist ein Richtwert für das Büro. Achten Sie bei körperlicher Arbeit auf eine entsprechend höher angepasste Wasserzufuhr. Also für alle Leute, die eben noch Sport dazu machen. Ich meine, wir haben ja heute die Situation, dass sogar in Leistungskadern der Swiss Olympic Schülermannschaften ja, teilweise Wasser immer noch sowas ist, was dort nicht getrunken wird. Also ich meine, ja, das ist entsetzlich für mich manchmal mitzuerleben, wie da die Kinder Sport machen sollen. Weißt du, man müsste eigentlich dem Wasser den Namen Energy Drink geben. Ja. Und das ist ja dieses Fatale. Jeder Mensch, da wird ja auch gesprochen, das ist ja auch in dieser ganz neuen 2012er Geschichte, neue Energien. Mir hat immer das Wort Energie, ja was ist denn Energie? Ich sage, Energie ist das, was dann umgesetzt wird, wenn genügend Wasser im Körper ist. Dann habe ich genug Energie. Also zuerst war das Licht und dann war das Wasser. Also so ist es in der Entstehungsgeschichte eigentlich schon in der Bibel aufgezeigt. Genau. Aber genau. Das ist heute nicht mehr so wichtig. Nein, wobei man... Die Energiemonopole liegen tatsächlich woanders. Die liegen heute woanders. Ja. Wie gesagt, aber was ich ja immer tun will in diesen Sendungen ist, den Menschen sagen, weißt du, verteufeln, das ist nicht so mein Ding. Jeder kann einen Schimpf darüber, einen Schimpf darüber. Nein, neue Wege aufzeigen. Genau. Einfach sagen... Schauen Sie, die Werbung ist die Werbung. Wir wissen, was Werbung ist und wir wissen, warum es Werbung gibt. Deswegen sage ich auch in den Sendungen, die ich mache und in den Dingen, mit denen ich zu tun habe, ich gebe Produktinformationen, weil da wird rein beschrieben, was das Produkt macht und fertig und nicht irgendein Spökes drumherum. Werbung ist dazu da, um letztendlich die Menschen in einem Thema zu begeistern. Ob das immer Wahrheit ist, das möchte ich hier gar nicht beurteilen. Was wir möchten, ist sie einfach anregen, das zu tun, was wir auch tun. Wir haben beide schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ich muss sagen, ich wiederhole das immer, zu der Zeit, als ich anfing, Wasser zu trinken, sind viele Prozesse einfacher gelaufen. Und seit der Zeit, muss ich sagen, war ich nie mehr krank. Das war jetzt das letzte Jahr für mich schön, das festzustellen, dass das auch bei vielen meiner Kunden so war, die zu mir gesagt haben, wenn sie was erstaunt, was sie nicht mitgerechnet hätten, ist die Aussage, du bist praktisch nicht mehr so häufig krank in Verbindung mit Wasser. Das war ihnen zu einfach, weil das kann doch nicht sein, da muss ich doch noch Vitamin C dazu nehmen und Magnesium und da muss ich doch noch das. Das kann doch nicht einfach sein, dass ich nur, weil ich Wasser trinke, gesund bleibe. Doch. Das kann sein. Und deswegen hier auch unser Appell da genau an die Eltern. Fangen Sie es bei Ihren Kindern an. Viele Erwachsene, und was der Matthias gerade sagt mit diesen ganzen Stoffen, da gibt es natürlich ein Problem. Wenn Sie über die Zeiten, das ging mir teilweise auch so, Ihre Depots leergeballert haben, das heißt, wenn Sie natürlich mit 50, wo das normalerweise Ihre Langzeitdepots an Mineralstoffen noch längst nicht leer sind, aber die bereits leer geschossen haben, natürlich muss dann irgendwas nachgelegt werden, aber
absolut eins ist klar, da oben reinkippen können sie, was sie wollen. Wenn der Transporteur im Körper nicht da ist, und der heißt ausschließlich Wasser, dann können sie mit Hunderten von Pillen nichts erreichen und werden auch nichts erreichen. Und da sollten sie daran denken. Und deswegen auch unser Appell nochmal zu diesem Thema Kinder. Bringen Sie Ihren Kindern das Wasser nahe, das ist das Beste, was sie tun können. Nicht nur, dass es ein günstiges Vergnügen noch ist in der Schweiz, nein, es ist auch das Beste, was sie tun können für die Gesundheit ihrer Kinder und wie gesagt auch für die Thema der Konzentrationsfähigkeit. Sie wissen heute, es wird von den jungen Menschen viel verlangt. In der Schule sind die Anforderungen immer höher. Also schaffen Sie mit Ihren Kindern die entsprechenden Voraussetzungen, dass Sie und die Kinder ein tolles und ein gesundes Leben führen können. Auch wenn man immer wieder sagt, wie gesagt, dieses ganze Thema gesund, nee, da muss man noch dies und muss man noch das. Der Matthias hat es vorhin auf den Punkt gebracht. 30% unseres Körpers sind irgendwelche Stoffe, Mineralien, was auch immer. 70% ist Wasser. Warum reden wir immer über die 30%? Reden wir doch erstmal über die 70%. Mit den 30% lässt sich halt unglaublich viel Geld verdienen. Ja, aber diese ganzen Informationen, die wir da ständig entweder nicht bekommen oder vorenthalten bekommen, haben ja immer den Sinn, wo im Hintergrund irgendein Kommerzgedanke steht. Wasser ist halt noch was, da das ja noch relativ preiswert aus der Leitung läuft, ist ja da nicht so viel damit zu verdienen. Das Interessante an der Geschichte ist ja, dass eigentlich sämtlichen Herstellern, die in irgendeiner Form Apparaturen, Technologien oder Systeme entwickelt haben, um Leitungswasser in einen Zustand zu bringen, wo nachweislich in Blinddegustationen hunderte von Leuten sagen, es schmeckt mir besser, unterstellt wird, das wäre Geschäftemacherei und es braucht es nicht. Auf der anderen Seite ist es doch aber eigentlich interessant festzustellen, dass innerhalb von den letzten 50 Jahren sich der Durchschnittsverbrauch von Flaschenwasser pro Kopf in der Schweiz von 5 auf 126 Liter vergrößert hat und kein Mensch sagt, aber das ist doch totale Geldmacherei, weil man kann sogar Artikel veröffentlichen und Tests machen in Deutschland, Stiftung Warentest, Ökotest, wie sie alle heißen, wo immer wieder rauskommt, das Leitungswasser ist besser wie das Flaschenwasser. Aber keiner käme auf die Idee zu sagen, die Mineralwasserindustrie, das ist doch totale Geldmacherei. Wenn jetzt aber einer ein Produkt entwickelt, um das Leitungswasser wohlschmeckender zu machen, was nach einer Reise von so und so vielen Kilometern durch verschiedene Materialien unter einem ziemlich hohen Druck, ohne Licht, ohne Luft, teilweise noch konserviert. Metalle, Schwingungen und so weiter. Wenn das dann aus dem Hahn ein bisschen schal schmeckt und ich schaffe das mit einer Apparatur, das so frisch zu machen, wie wenn ich es aus dem Bergbach trinken würde, dann sagt man, das ist doch eine Geldmacherei, das braucht doch keiner. Dann soll mir mal bitte einer erklären, wieso brauche ich Wasser aus einer PET-Flasche. Das ist ja dieser Widersinn, der bei uns einfach in unserem Ablauf, in unserer Konsumindustrie... Ich hab da dazu vor 2 Tagen ein gutes Zitat gelesen. Wissen ist der richtige Umgang mit Informationen. Und wir kriegen jeden Tag so viele Informationen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wer macht sich darüber Gedanken und bildet daraus Wissen? Mein Job, ich habe in den letzten Jahren einfach festgestellt, man muss sich auf eins konzentrieren und mein Job ist es, das den Menschen zu geben. Wissen zum Thema Wasser. Weil das ist so ein interessantes Medium und das macht in unserer Natur letztendlich in den ganzen Kreisläufen, wenn man sich nur mit Golfstrom und Lorenzstrom und was in den Meeren los ist mit Wasser, was in jeder Pflanze los ist mit Wasser, ja, wenn man sich in der Wissenschaft, was die Biologen alles raus, dann ist es eigentlich fatal, sich noch mit irgendwelchen, wie heißen die jetzt, die heiligen Teilchen oder sonst irgendwas, es ist ja unglaublich, mit was wir uns alles ablenken können vom Wesentlichen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ohne heilige Teilchen und ohne Vitamin C und ohne, was weiß ich, ein Energy Drink, leben wir alle weiter. Aber wenn man uns morgens das Wasser abdreht, da haben wir 2,7 Milliarden Menschen auf der Welt, die effektiv Probleme haben, überhaupt zu leben, weil denen gar kein Zugang mehr besteht zu sauberem Wasser. Und so muss man irgendwo einfach mal sagen, wenn man schon das Privileg hat, in einem Land zu leben, wie der Schweiz, wo Wasser, ja, Europas Wasserschloss nennt sich die Schweiz auch, ja, wo das so reichlich da ist, das nicht als Selbstverständlichkeit hinzunehmen, sondern auch da vorbildlich zu leben mit,
mit umzugehen und eben nicht die Fehler zu machen, die man vielleicht in einem Entwicklungsland machen muss, wo man tatsächlich vielleicht Wasser in Gallonen oder in Flaschen hintransportieren muss, weil das Wasser verseucht ist oder weil gar keine Brunnen da sind. Aber hier in der Schweiz, also ich sage einfach, wie kann es in einem Migros sein oder in einem Coop oder wie sie alle heißen, dass 10 Meter, 2,50 Meter hoch Regale PET-Flaschen in Sixpacks in verschiedenen Marken angeboten werden. So, als ob uns morgen das Wasser abgestellt wird. Es kommt der Krieg, es gibt kein Leitungswasser mehr, das verstehe ich nicht. Das sind, wie gesagt, diese Dinge, wie ich auch nicht verstehen kann, dass die Menschen, ich habe auch den ein oder anderen Energy-Drink in meinem Leben schon probiert. Nichts Schlimmes, wenn aber du genügend Wasser trinkst, geht er wieder raus. Probiert und ich musste genau auch feststellen, jetzt bin ich jemand, dem schmeckt sowas nicht. Also ich habe schon früher viele Dinge nicht gemacht, die meine Kollegen gemacht haben, weil mein Lieblingsgetränk, bevor das ganze Wasserthema mir so bewusst wurde, war die klassische Apfelsaftschorle. Und andere haben dann Süßgetränk der braunen Art, wir kennen das alle, literweise in sich hineingekippt. Du meinst die, wo sich über Nacht auch das Fleisch auflöst? Genau die. Okay. Das, was man auch gut zum Reinigen der Toilette verwenden kann. Ja, dieses Braungetränk. Chromstoßstangen wären damit auch wieder total sauber. Und Alufelgen habe ich auch gehört, ja. Kollegen, wenn die damit einsprühst, werden die auch sauber. Also, wenn wir uns so etwas anhören und so etwas sehen, dann muss ich sagen, es ist schon so was in uns Menschen, was uns eigentlich schon zu dem Punkt hintreibt, was ist richtig und was ist falsch. Nur, wie gesagt, da, meine Damen und Herren, wo Sie jetzt hineinschauen, da muss nicht immer die Wahrheit gesagt werden. Und das, was wir hier machen, da geht es darum, dass wir einfach einen neuen Weg gehen, einen Weg, wo es darum geht, ich weiß, dass es mir gut tut, der Matthias weiß, dass es ihm gut tut, noch hunderte anderer Menschen um uns herum wissen das. Und da geht es darum, einfach das zu vermitteln. Lassen Sie sich nicht vom Pfad der Tugend abbringen, denn das Wasser ist nun mal der wichtigste Bestandteil. Machen Sie einen Vertrag mit Ihrem Wasser, da wäre jetzt gerade der Jahresanfang das Richtige, dass Sie einen Vertrag machen, dass Sie jeden Tag 1,5 bis 2 Liter abnehmen und das für sich persönlich nutzen, denn Ihr Körper wird es Ihnen danken. Und die Frauen, die immer von schöner Haut und so sprechen, viele sind begeistert von meiner Haut und sagen, ach, wenn ich doch nur so tolle Haut hätte wie du, was machst du denn? Da sage ich ja, erstens mich nie eingrämen und zweitens genügend Wasser trinken. Und das ist meistens der alte Gag, das wirst du bestimmt auch schon gehört haben. Also eine gute Kosmetikerin sagt immer, die Feuchtigkeit muss von innen kommen. Absolut, und absolut. In der Kosmetikindustrie weiß man das auch. Aber natürlich ist es viel, viel lukrativer, Produkte zu verkaufen, die einem suggerieren, die Feuchtigkeit kommt von Hydrogene, außen. Ja, dass die Hydrogene in die Haut eindringen. Gut, im Prinzip sind es ähnliche osmotische Prozesse, wie wir sie vorher beschrieben haben, die im Körper stattfinden. Die finden natürlich auch beim Duschen oder beim Eincremen oder bei solchen Dingen statt. Also falsch ist das nicht, aber komisch ist, dass das alles nach einer gewissen Zeit nicht mehr funktioniert. Und dann müssen wieder neue Produkte geschaffen werden. Ja, wenn ja die Basis nicht mehr da ist. Und die Basis heißt ja immer, wenn dieses Thema, wir haben vorhin kurz den Stoffwechsel angesprochen, wenn der Wasser basiert ist, dann bedeutet das ja, wenn in meinem ganzen Körper das entsprechende Thema Wasser nicht vorhanden ist, da kann ich von außen ja draufschmieren und draufsprühen, was ich will. Das wird nicht funktionieren, weil da sind einfach die Transporteure dann nicht da, die das Ganze dahin bringen. Ja. Und der andere Punkt, meine Damen und Herren, ist einfach, dass Wasser H2O ja auch noch einen anderen Hintergrund hat. Da hatte ich in einer meiner Sendungen drüber gesprochen, weil ich da selbst sehr stark involviert bin in meinem zweiten Leben. Und zwar auch dieses ganze Thema pH-Wert. Haben Sie genügend Wasser im Körper? Trägt das auch dazu bei, dass die Übersäuerung im Körper nicht zunimmt, dass dieser sogenannte Säure-Basen-Ausgleich erfolgt? Und das bedeutet natürlich, dass Sie auch da nicht Gefahr laufen, diese Folgen dann, die man heute in den wissenschaftlichen Blättern liest, die ein übersäuerter Körper bringt, dass Sie die tragen müssen. Unser Tipp, so viel können wir nochmal zusammenfassen, ich glaube, das Erste und das Wichtigste für unsere Kinder, geben Sie den Kindern genügend Wasser. Das Zweite, trinken Sie selbst genügend Wasser. Und das Dritte, verraten wir heute noch nicht, in einer weiteren Sendung werden wir, meine Damen und Herren, Ihnen auch Möglichkeiten präsentieren, wie Sie aus Ihrem Leitungswasser ein, ja, ich möchte mal sagen, fast Quellwasser
qualitativ zusammengesetztes Wasser machen können. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen? Ich würde einfach sagen, dem Motto der Sendung gerecht zu werden, trink dich schlau, trink Wasser. Ja, genau. Trink dich schlau, trink Wasser. Das ist das richtige Motto. Wir sind schon kurz vorm Ende unserer Sendung. Sie sehen, auch wir haben unser Wasser immer dabei. Ich trinke da immer eher aus einer Flasche, die auch bei mir im Auto steht. Der Matthias hat eine ganz tolle. Auch darüber werden wir in Kürze noch einige Worte verlieren, denn es gibt immer weitere Entwicklungen. Und so wie ich vorher geschimpft habe über die 23 Wissenschaftler der EU, gibt es natürlich auch tolle Wissenschaftler, die tolle Produkte entwickeln, die für uns tolle Wirkungen haben, gut sind und die wir nutzen können. Und die werden wir in Kürze im Time-to-Do-Shop vorstellen. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke, dass du da warst. Bis demnächst.